Holdriro und herzlich willkommen zurück zum Mann im Mond. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu meiner 84. Folge. Ich habe jetzt schon über eine Woche nicht mehr aufgenommen, von daher musste ich mir erst überlegen, was wir heute machen wollen. Und ich denke, wir bauen mal hier ein bisschen um, weil ich ganz gerne von unten diese Dinger da gerne hängen hätte. Diese kleinen Drawers. Die klaue ich mir jetzt einfach mal. Zack, einmal, zweimal. So. Wobei, Harz wird gehen. Die hänge ich mir einfach mal hier so hin. Die Fackel muss mal weg. Die hängen wir mal dahin. So, dann haben wir schon mal hier die ersten Ingots, Kupfer. Zinn, Bronze, das passt ja alles sehr gut. Elektrum, ja. Invar und Lead. So. Dann hole ich mir die anderen zwei noch. Den und den. So. Wir werden jetzt mal ein bisschen versuchen, ein bisschen Ordnung reinzukriegen hier in das System. Ich weiß, es wird schwierig, aber versuchen kann man es ja mal. So, machen wir hier den nächsten. Der möchte ich eigentlich auch gerne Ingots drin haben, aber ich hau jetzt erstmal das rein, was drin war, damit wir es aus den Händen haben. Oh, 17 Diamanten. Die klatschen wir mal dahin. So, Lapis, Redstone. Dann Zertusquarz und Ruby. So, weil den bauen wir dann auch mal kurz ab. Na, Upgrades. So, den stellen wir nämlich mal dahin. Ja, machen wir es so. Ne, jetzt habe ich natürlich den falschen aufgebaut. Schlauerweise. Den müssen wir natürlich aufbauen. So. Crafting Table. Den Furnace klatschen wir diesmal da rein. Speed Upgrades. Extra Storage. Das war es, glaube ich, schon. Dann hängen wir mal das Glas da rein. Das Eisen. Obwohl, die Metalle können wir nochmal oben hinhängen. Na, das ist jetzt ein anderes Tin, das ist blöd. Das hatten wir und das hatten wir oben. Ne, beziehungsweise das hatten wir da. So. Und die Kiste, ja. Die stellen wir jetzt mal dahin. Auf die Seite. So, alles verloren hier. So, haben wir das erstmal umgebaut, weil hier kommen eventuell noch welche hin mit Erzen, dass wir immer Erze nachschmeißen können. Das würde ich ganz gerne mit denen hier noch irgendwie verbinden und nach unten, von daher müssen wir jetzt bauen. Und zwar brauchen wir dafür diese, wir brauchen dafür Holz ohne Ende und das war's, glaube ich. Als erstes möchte ich mir hier drunter... Ne, da kommt noch eine Pipe hin. Ich baue mir den mal... Wo baue ich mir den Connector denn hin? Meinung haben, dann kann man hier... Ich baue den mal dahin, dass der nach unten rausgeht. So. Und zwar möchte ich mir dahin bauen einen... hier einen Draw-Controller. Dafür brauche ich Cleanstone, die Dinger hier, Redstone Torch, Netherquarz und Stone. Also ich brauche erstmal ein bisschen Cleanstone. Davon haben wir ja ein bisschen Cobblestone da. Das ist auch alles Cobblestone. So, das brennen wir uns mal hier schnell durch.
Dann brauche ich ein bisschen Redstone. Haben wir zum Glück ein bisschen. Ein paar Sticks. Die haben wir noch nicht, aber das kommt jetzt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauche ich. So, die Sticks kommen weg. Da kam Cleanstone hin. Dann kam da Netherquarz rein. Konnte ich da auch anderen Quarz reinmachen als Netherquarz? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Es muss Netherquarz sein. Na, das ist ja eine Frechheit. Na super. Wir waren noch nicht im Nether. Es muss Netherquarz sein. Ich hatte gehofft, dass es auch Zertusquarz sein kann. Was für ein Blödsinn ist das? Wieso muss das Netherquarz sein? Ich guck mal, ob wir zufällig was vom Mond mitgebracht haben an Netherquarz. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Haben wir hier zufällig Netherquarz dann? Nö. Da auch nicht. Wisst ihr, ob wir in der Kiste noch was haben? Ich renne mal hin. Ach, das wäre ja jetzt mehr als ärgerlich. Ich brauche doch nur 2 Netherquarz. 2 Stück. Deswegen jetzt extra ein Portal aufbauen, wäre ja auch blöd. Hallo Kuh, hallo Schaf. Na, das wäre jetzt echt nervig. Das jetzt so machen müsste. Huch. So, meine Kiste, wo war sie denn? Hier irgendwo. Und da ist sie doch, oder? Nee. Ach, da hinten war die Kiste. So, hier irgendwo. Da ist er. Lalalala. Auch kein Netherquarz. Oh Mann. Na, das ist ja jetzt ärgerlich. Es muss Netherquarz sein. Wie blöd ist das denn? Dann klappt das ja alles gar nicht, was ich vorhatte. Ach Mann, wie ärgerlich. Ja, da müssen wir erstmal was anderes machen. Es tut mir leid. Och Mensch, ich wollte das nämlich alles so schön verbinden. Dann können wir wenigstens die Vorbereitung dafür machen. Ach Mensch. Das ist ja jetzt sehr ärgerlich. Netherquarz. Wo wollen wir überhaupt unser Netherportal hinbauen? Das ist auch so eine Frage, die ich nicht beantworten will. Also hier sollte quasi eine Kiste hin. Dann sollte hier eine Pipe hin zu dem, ja, Connector oder wie auch immer. Hier sollte dann eine Pipe an den Connector und dann sollten die alle irgendwie miteinander verbunden sein. Das wollte ich halt über unten lösen. Das kann man ja hier schon mal so ein bisschen vorbereiten, indem einfach man hier aufmacht. Und dann gibt es nämlich hier diese Oak Trims. Die verbinden quasi das einfach nur. Sich das alles wegmachen hier. Wie nervig. Also sprich, brauche ich noch ein paar Sticks, wenn ich das richtig gesehen habe. Und noch ein paar Sticks, glaube ich. So. Einmal, zweimal. Und dann hier, da, da, da. Und jetzt fehlen mir noch 2 Planken. So. Ach, da kommen irgendwie mal 4 raus. Auch klasse. So, die sind eigentlich nur dafür da, um die Ecken aufzufüllen, beziehungsweise ich wollte die hier drunter machen. So, die connecten dann einfach nur. Die haben keinen Storage-Inhalt, aber die connecten dann. Dann hätte ich hier einen hingesetzt. Oh, da haben wir noch gar nicht bis nach unten gebuddelt. Auch nicht schlecht.
So, hier einen hingesetzt. Dann hätte ich hier vielleicht die Zweier, kann man ja fast nehmen. So, dann wären die auf jeden Fall schon mal connected. Die sind jetzt mit unten connected. Dann, hier sind wir. Ja, dann hätte man nämlich hier auch noch so ein Lager aufbauen können, mehr oder weniger. Zum Beispiel so. Davon jetzt hier so eine halbe Wand. Und hier dann halt noch irgendwie verbunden in dieser Linie mit. Muss man halt mal schauen. Und dann wäre hier quasi eine Pipe entlang gegangen Richtung hier diesem, ja, Connector, beziehungsweise hier auch nochmal eine Pipe an den Controller ran. Wo auch immer ich den hin platziert hätte, das weiß ich jetzt noch nicht. Das kann man ja eventuell. Ich baue den nochmal ab. So. Machen wir dann nochmal einen Trim hin. So. Dann würde ich nämlich hier noch ausheben. Dann hätte ich nämlich da oben eventuell einen Controller hingemacht. Und hier nochmal quasi eine Wand voller Oaks von diesen Drawers. Und vor allem später hätte man dann über diesen Controller Slave, glaube ich, hätte man dann das ME-System noch anschließen können. Und dann hätte man quasi schon mal ein Lager, was man dann auch über das ME-System dann aufrufen kann. Aber ohne Controller funktioniert das jetzt alles nicht. Ich kann natürlich jetzt einfach die Barrels schon mal bauen, klar. Oder die Oak-Dinger hier halt. Machen wir einfach mal ein paar Kisten. So. Machen wir mal. Machen wir, glaube ich, noch ein paar Kisten. Ich würde sagen, wir machen ein oder diese Zweier hier sind nicht verkehrt. Vielleicht ein oder zwei große noch für das meiste, was da anfällt. Ich glaube, wir machen mal vier von den großen. So. So. Drei. Drei müssten eigentlich erstmal lang. So. Dann machen wir von den Zweiern welche. Das war dann, ich glaube, der Rest überall Holz. Ja. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Also das sind auch von den großen, das sind die kleinen. Nochmal ein bisschen Holz machen. So. Machen wir das auf alle Fälle nochmal. Machen wir 5. Komm, jetzt bauen wir uns nochmal schnell eine Kiste. So. Dann machen wir das noch ein sechstes Mal. So, dann haben wir auf jeden Fall genug fürs Erste. So, dann haben wir nämlich 3 und 7. Und wir müssen nochmal von diesen Dingern welche machen. Von den Trims. Gut, dann. Hier setzen wir nämlich auch noch einen Trim dran. Und dann setzen wir einen Trim hier hinten rein. So, dann können wir zum Beispiel jetzt hier die Dinger dran machen. Huch. Wieso waren die jetzt falsch rum? So. Und so. Jetzt habe ich da keine mehr. Dann machen wir hier mal die großen hin. So. Und in die großen kämen jetzt zum Beispiel Cobblestone rein. So.
32 Stacks passen rein. Wir haben 15 drin, also da müssen wir relativ schnell ein Upgrade bauen. So. Da schon mal für Cobblestone, dann können wir eins für Erde machen. So, was haben wir noch? Sand oder Gravel? Nehmen wir mal Gravel. So. In die anderen, die meisten, ja, die Erze will ich ja eigentlich alle oben haben. Müssen wir mal schauen. Und unten, ach ja, das sehen wir dann, was wir dann noch einräumen. Diese Wand müsste natürlich dann hier weitergezogen werden, so dass diese mit dieser connected und dann hätten wir alles in einem verbunden. Und dann hätten wir quasi schon mal ein schönes Lager. Habe ich denn noch Holz? Noch jede Menge. Das habe ich nicht mehr hier. Machen wir mal 1, 2, 3, 4 Kisten nochmal. So, haben wir da nochmal welche. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier unten weiter. So, dann müsste hier wieder ein Trim rein, wegen der Ecke. Dann bauen wir noch ein paar Trims. Jetzt nochmal Sticks. Holz. So. Dann bauen wir nochmal davon. So, und dann müssen wir bald erstmal wieder Holz holen gehen, wenn das auch weitergeht. So, dann hier noch ein Trim. Und dann wäre das jetzt von da oben bis da oben wäre jetzt zum Beispiel verbunden. Das ist dann halt das, was uns vorschwebt. Also mir zumindest. Gut. Das heißt, wenn jetzt der Controller dran wäre, dann würde er hier genauso einsortieren wie da, etc. Und dann könnten wir zum Beispiel, das müssen wir jetzt auch noch machen, habe ich ein bisschen Gold da. Was sieht gerade ein? Juhu. Ein einzigen Gold. Haben wir noch ein bisschen Kupfer da. Da kommt nämlich unter Umständen Gold raus. Weil wir brauchen noch diesen Schlüssel hier. Dafür brauchen wir zwei Gold-Ingots, ein Gold-Nugget. Das hätte ich eventuell sogar noch unten. Diese Upgrades. Das ist ein Draw und Sticks drumherum. Jetzt haben wir aber kein Draw mehr übrig, oder? Nö. Das heißt, ich muss noch eben ein Draw bauen. Aber ist das egal, was für einer. Der ist natürlich jetzt der teuerste, aber egal. So. Ein paar Sticks drumherum. Ah, fehlen noch zwei. So. Dann haben wir hier diese Upgrades. Die brauchen wir später sowieso, früher oder später. So, ist da jetzt ein bisschen Gold? Da ist ein Gold mit rausgekommen. Das ist sehr gut. Tauschen wir das mal aus. So, dann kann da Kupfer rein. Zwei Gold. Jetzt ein Gold Nugget. Ich glaube, das hatten wir noch unten. In dieser Kiste hier. Ja, ein Gold Nugget. So. Dieser Schlüssel hat folgenden Vorteil. Damit kann ich quasi dir die Drawers abschließen. Dann ist jetzt dieses Schlüsselsymbol drauf. Das heißt jetzt, selbst wenn ich das hier leer mache, es ist 0, bleibt aber der Platz quasi markiert. Und wenn jetzt im System irgendwie wieder neuer Zinn reinkommen würde, dann würde der automatisch wieder da landen. Und das hat natürlich Vorteile. Deswegen schließen wir die halt erstmal ab. Meinetwegen auch die leeren. Und dann kann man halt vordefinieren, wo man was drin liegen haben möchte. Das ist natürlich mehr als praktisch. So, dafür ist dieser Schlüssel gut.
Und dann würde ich hier ganz gerne noch, das kann man eigentlich direkt machen. Muss man direkt doppelt machen. Ein paar Regale hinbauen, wo ich zum Beispiel Werkzeuge ablegen kann. So, zum Beispiel da. Und dann kann ich da zum Beispiel sowas wie den Schlüssel reinlegen. Werkzeuge, die ich halt nicht ständig mit mir rumtragen müsste, sollte, brauchte. Kann ich nochmal gucken. Ja, okay, das meiste habe ich jetzt hier drin. Sowas wie eine Chisel muss man eigentlich immer nicht mit mir rumschleppen. So, sowas könnte ich jetzt auch da drin lassen. Aber das habt ihr ja alles schon gesehen. Das kennt ihr ja schon vom Mond. Hier haben wir noch Glowstone. Redstone. Packen wir hier noch Glowstone rein. So. Gut, dann war es das erstmal für diese Folge. Dann müssen wir halt alles überlegen, wie wir an den Controller rankommen. Da natürlich nicht rankommen, wenn wir einfach hier nur rumeiern. Aber wir könnten ja echt überlegen, in den Nether zu gehen. Weil minern müssen wir eh. Minern müssen wir eh. Wobei im Nether gibt es nicht viel. Ich habe also keine Nether Ores drauf. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Weil sonst würde ich dort dauersterben. Da müssten wir auch erstmal Obsidian machen. Das müssten wir unten rausholen aus der Mine. Na gut, das sehen wir dann. Machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Protoss.